资讯科技业一年一度盛会韩挪威电脑展15号揭幕，大陆首次成为官方伙伴国，参展的中资企业高达760多家，历年来规模最大。中国总理李克强还透过视讯致辞，而德国总理梅克尔则以地主身份特别拉拢中国。Wir wissen, dass wir mit Ihnen, mit China im Wettbewerb stehen, sehr geehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident. Das belebt das Geschäft, sagen wir in Deutschland.Aber es gibt uns auch immer wieder gute neue Ideen. Ich wünsche Ihnen allen hervorragende, erfolgreiche Messetage. 在开幕活动中，梅克尔还与阿里巴巴创办人马云等中国代表密切互动。马云也在大会中发表专题演讲。The future world, the business is C2B, not B2C. Because of the data, because of the data, the manufacturer must do customized things.Otherwise, manufacturing will be very difficult. 今年汉诺威电脑展的亮点之一仍然是行动通讯，华为就在展场中介绍了在世足赛等大型比赛中试用的大型 WiFi 商业平台，可以容纳80000以上的用户同时登入的强大功能。Wie die 3D Printer von XYZ. Für 399 können sich Konsumenten künftig Spielzeug oder Handycases selber drucken. Ein Scanner ist zwar nicht integriert, aber dennoch schon mal.Ein Zeichen dafür, dass wir bald Star Trek zu Hause haben. 而非常夯的 3D 电影、云端以及大数据也相当受到各界瞩目。三立新闻李松总导。